Dann ist es ja nicht so, dass die Bundesregierung das offensichtlich nicht will, sondern wenn wir die letzten 20 Jahre mal zurückschauen, wo es eine CDU-geführte Bundesregierung gab, die Bundeswehr ist nicht gerade verwöhnt worden, auch in diesen Zeiten nicht. Aber nochmal auf den Punkt mit der Bitte um eine kurze, klare Antwort. Sie halten Deutschland nicht für wehrhaft derzeit. Ich stimme Ihnen dem Punkt zu. Es ist nicht nur die Bundesregierung, es waren die Bundesregierungen und insbesondere unter Angela Merkel. Und es war, glaube ich, auch kein Zufall, sondern es war Vorsatz mit Berechnung gewesen, diese Bundeswehr in diesen Zustand zu versetzen, der, ich sage mal, Verteidigungsunfähigkeit, nur Luftflugbereitschaft, wenn die Maschinen überhaupt fliegen, und Entwicklungshilfetätigkeit in Mali oder anderswo. Ich bin der Meinung, wir sind derzeit nicht in der Lage zur Landesverteidigung. Von daher, und wir sind auch nicht in der Lage zum Zivilschutz. Man denke nur daran, dass wir gar keine Luftschutzbunker, keine Notkrankenhäuser haben, keine Notab. Nochmal auf den Punkt, lieber Heinz-Georg Maaßen. Ist unser Land aus Ihrer Sicht wehrhaft, ja oder nein? Ich glaube, wir sind weder technisch wehrhaft noch vom Personal wehrhaft der Bundeswehr, aber wir sind auch mental noch nicht da, dass wir uns wirklich wehren wollen.